Ein knackiges High-Five in die Runde. Mein Name ist Alawache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Heute, meine Freunde, heute spielen wir was ganz, ganz Besonderes. Wie versprochen, die Scharnhorst. Ja, ich konnte es natürlich nicht lassen und habe sie mir Montag sofort gekauft. Ich bin sogar sehr, sehr früh aufgestanden, um 7 Uhr morgens, weil ich eigentlich dachte, sie würde um 7 Uhr morgens reinkommen. Leider hat sie es erst um 9 Uhr morgens in den Hafen geschafft. Waren wahrscheinlich noch ein paar Umbauten vonnöten. Aber mein Gott, ist leider so, wie es ist, ne? Würde ich mal so sagen. Ich habe sie auch schon angespielt und was soll ich sagen? Sie ist auf jeden Fall so, wie ich es in meinem Infovideo vermutet habe. Also wirklich nichts für Anfänger. Ich werde euch ein paar Runden damit zeigen. Jetzt kommen noch so ein paar kleine Details. Die geschichtlichen Hintergründe werde ich heute mal extrem eingrenzen, weil sie halt wirklich so eine große Geschichte hat. Da werden wir wahrscheinlich morgen noch dran. Wer darauf natürlich wieder keine Lust hat, dem werde ich unten wieder in die Kommentare reinschreiben, ab wann das Gefecht losgeht. Ich kann es euch aber wärmstens empfehlen, zumindest mal reinzuhören, denn es ist schon sehr, sehr interessant. Ein paar kleine technische Details, denn die Scharnhorst, die ihr hier seht, ist natürlich die umgebaute Scharnhorst. Die Scharnhorst wurde zu Anfang des Krieges umgebaut. Sie hat, wie ihr hier seht, einen wunderschönen geschwungenen Bug, der sogenannte Atlantiksteven. Bei hoher Fahrt kam vorher zu viel Wasser über, das in den vorderen Geschützturm Anton eindrang und dort Störungen an der elektrischen Turmsteuerung verursachte. Trotz dieser Umbauten wurde die Scharnhorst und die Gneisenau dadurch bei ihren Einsätzen wiederholt in ihrer Gefechtsbereitschaft behindert, ohne Feindkontakt gehabt zu haben. Darüber hinaus wurde auch noch die Brücke verändert, der Schornstein und. Ich zeige euch einfach mal ein altes Bild der Scharnhorst vor dem Umbau. Also ihr seht da schon deutliche Unterschiede, wie vorne den Bug, der da noch kerzengerade ist. Und die komische Brücke mit dem Schlitz. Aber ihr merkt, auch nach dem Umbau hatte die Scharnhorst immer noch Probleme mit Wasser auf dem Deck. Also bei hoher See war sie nur begrenzt einsatztauglich. So, kommen wir zu unserer abgespeckten Geschichtsstunde. Hier habe ich natürlich jetzt mal was rausgepackt, was sehr, sehr interessant ist und wohl der größte Erfolg der Scharnhorst ist. Denn am 8. Juni 1940 hat die Scharnhorst den Flugzeugträger Glorious versenkt und dabei konnte sie mit der dritten Salve einen Treffer aus einer Entfernung von 24 Kilometer erzielen, was als die größte Trefferentfernung auf ein fahrendes Schiff im gesamten Zweiten Weltkrieg gilt. Sprich, die Scharnhorst hat einen Rekord aufgestellt, der nie wieder gebrochen werden konnte. Also chapeau, ich schaffe das mit meiner Scharnhorst leider nicht. Meine Scharnhorst hat nur eine Reichweite von, glaube ich, 18 Kilometern. Und dann möchte ich euch natürlich nur noch erwähnen, wie es zum Untergang der Scharnhorst kam. Die Scharnhorst wurde am 26. Dezember 1943 im Nordmeer, ca. 160 Kilometer nördlich von Nordkap, nach schwerem Kampf mit zwei britischen Kampftruppen, bestehend aus einem Schlachtschiff, drei leichten und einem schweren Kreuzer und mindestens 8 Zerstörern unter der Führung des Schlachtschiffs Duke of York versenkt. Also es war ein sehr, sehr ungleicher Kampf. Das Hauptproblem war, die Deutschen wussten halt nicht, dass die Engländer schon so ein gut entwickeltes Radar besaßen, wodurch sie auch im Dunkeln operieren konnten, was die Deutschen leider nicht konnten. Die Deutschen hatten vermutet, dass die Engländer die Radarsignale der Schiffe orten konnten und deshalb hatte die Scharnhorst und ihre Gleitergruppe das Radar ausgestellt und ist in völliger Dunkelheit da rumgehampelt. Und die Träger, die Escort-Zerstörer, waren so orientierungslos, dass sie dann zurückgeschickt wurden und die Scharnhorst dann alleine gegen die zwei Truppen antreten musste. Die Scharnhorst hat insgesamt über 50 Torpedos und weit mehr als 2000 Granaten gefuttert. Und leider sind nur 36 Mann der kompletten 1968 starken Besatzung gerettet worden. Unter den Toten war natürlich auch der Kommandant Kapitän Fritz Hinze und der Kampfgruppenbefehlshaber Erich Bey, den ihr hier als Kapitän auch habt. Ja, wie gesagt, eine sehr tragische Geschichte, die die Scharnhorst zum Schluss aufweisen kann. Ist leider bei den meisten deutschen Schiffen so. Wir erinnern uns an die Geschichte der Bismarck, die im Grunde dasselbe Schicksal ereilt hat. Also schon sehr, sehr traurig. Was würde ich dafür geben, solche Schiffe heute im Museum sehen zu können? Gerade die Bismarck, Tirpitz, Scharnhorst. Ach, das wäre so ein Traum. Na gut, meine Lieben. Ich würde einfach mal sagen, ich habe hier heute zwei Gefechte eingepackt, damit ihr hier mal richtig was von der Scharnhorst seht. Und dann sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Und dann werde ich mal auf die Scharnhorst eingehen und mal schauen, ob sich das Geld überhaupt gelohnt hat. Bis gleich! So, da sind wir auf der Scharnhorst. Heute wirklich ein großes XXL-Video. Also wie gesagt, hiernach kommt noch ein zweites Gefecht.
um euch einfach wirklich die Vor- und Nachteile dieses Schiffes zu zeigen. Also bleibt gespannt und bleibt dran. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Klar, es ist heute wirklich mal ein langes Video, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und vielleicht kann ich euch damit helfen, eure Fragen zu beantworten. Kaufe ich mir dieses Schiff oder kaufe ich es nicht? So, wir fahren erstmal rückwärts. Was ihr natürlich bei der Scharnhorst beachten müsst, alles was ich im Infovideo gesagt habe, hat sich auch so bestätigt. Sie hat keine sonderlich große Panzerung und natürlich die 28 cm Geschütze sind nicht einfach zu spielen. Gerade gegenüber den Schlachtschiffen macht man nicht sonderlich viel Schaden. So, ich würde sagen, wir fahren nach links zu unseren Kollegen, denn eine Scharnhorst kann alleine nicht viel bewirken. Sie ist halt wirklich ein Unterstützungsschlachtschiff. Sonst enden wir so, wie es geschichtlich halt auch passiert ist. Wenn wir natürlich die halbe Flotte hinter uns her haben, werden wir ziemlich schnell versenkt. Und das wollen wir natürlich nicht. So, wir fahren jetzt hier rüber. Da sind schon zwei Queens. Oh, die eine kriegt hier schon richtig eine auf den Sack. Ich denke mal, ob das die Torps waren? Nee, der Zerstörer ist vor der Insel, nicht dahinter. So, jetzt seht ihr natürlich erstmal, schnell ist sie definitiv. Ne? Bis 30 Knoten schnell kann sie werden. Also ein wirklich schnelles Schlachtschiff. Und ihr seht es auch, ne? Optisch ein Hammerschiff. Also diese Tarnung ist einfach der absolute Hammer. Ich habe mich wirklich sehr, sehr auf dieses Schiff gefreut. Wie ich es schon am Anfang gesagt habe, ich bin extra früh aufgestanden, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Weil ich endlich ein deutsches Schlachtschiff haben wollte. So, da hinten ist schon eine Pensacola. Ich kann euch empfehlen, geht mit der Scharnhorst halt wirklich auf die Kreuzer. Also da macht ihr auf jeden Fall sehr viel Schaden. Na, die Pensacola ist leider zu weit weg. Da werden wir nicht viel treffen. So, jetzt hier unsere ersten Salven mit der Scharnhorst. Und ihr seht, sie streut ziemlich. Ne? Also sie ist nicht so genau. Und ihr seht, der Schaden ist nicht sonderlich groß. Also man darf sie nicht mit einem ganz normalen Schlachtschiff, wie zum Beispiel der Queen, oder was ist auf Tier 6, die King George, die Colorado und die Nagato vergleichen. Also das könnt ihr auf keinen Fall tun. Denn diese Schiffe haben ein deutlich größeres Kaliber. Wir fahren hier halt mit diesen kleinen süßen 28 Kaliber Geschützen rum. 28 cm Geschützen, das würde ich eigentlich sagen. Ja, ihr merkt, ich bin immer noch ein bisschen aufgeregt. Jetzt schießen wir mal hier mit der HE, um euch zu zeigen, dass die HE jetzt auch nicht sonderlich viel bringt. Also 20% Brandwahrscheinlichkeit ist nicht so viel. Deswegen wechsle ich gleich wieder auf die Panzerbrechende. Ihr müsst halt, wie gesagt, sehr, sehr darauf aufpassen, dass ihr nicht zu viel Breitseite zeigt. Die Scharnhorst hält nämlich nicht so viel aus. Für mich ist die Scharnhorst doch mehr ein Schlachtkreuzer wie ein ordentliches Schlachtschiff. Aber trotzdem kann man mit ihr sehr, sehr viel Spaß haben. So, jetzt winkeln wir uns hier an, dass wir natürlich nicht so viel kassieren. Das kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Fahrt sie immer so, dass ihr gerade so mit allen drei Geschützen schießen könnt. Und wenn dann doch wirklich mal viel kommen sollte, könnt ihr noch relativ schnell eindrehen. Ihr wisst ja, die Ruderstellzeiten mit 800 Metern ist auch nicht sonderlich gut. Also sie ist schon ziemlich träge. Also das müsst ihr auf jeden Fall berücksichtigen. Ja. Hier brauchen wir jetzt natürlich die Unterstützung unserer anderen Schiffe. Sonst dauert das hier Ewigkeiten, die Queen zu versenken, gerade wenn sie hier angewinkelt ist. Deswegen nochmal HE. Und auch der große Nachteil bei den Deutschen, auch bei den Schlachtschiffen, ist natürlich die Empfindlichkeit gegenüber HE. Also ihr geht sehr schnell in Flammen auf, habt relativ häufig Ausfälle. Also da müsst ihr halt wirklich aufpassen. So, nochmal eine schöne Salve mit HE getroffen. Oh, jetzt haben wir auch mal wirklich einen ziemlich großen Schaden angerichtet.
großen Schaden im Sinne von Scharnhorst. Also ihr werdet es mit der Scharnhorst niemals schaffen, ein großes Schlachtschiff 6-7 Zitas zu knallen und sie da rauszunehmen. Also das kann ich euch schon sagen. Das wird nicht der Fall sein. Ihr müsst sie halt wirklich taktisch spielen, immer versuchen, in der Flotte zu bleiben. Also alleine seid ihr natürlich eine leichte Beute. Ja, vielleicht... Au, jetzt haben wir sie endlich mal in Brand gesteckt. Aber sie konnte leider sofort löschen. Ich drehe jetzt mal ein bisschen bei, dass ich meinen hinteren Turm noch mit benutzen kann, weil ich hier hoffe, dass ich die Queen noch rausnehmen kann, ohne dass mir jetzt hier einer den Kill klaut. Aber es, sie will nicht. Sie will einfach nicht untergehen. Finde ich nicht gut. Jetzt fährt sie breit. Jetzt fährt sie Breitseite. Aber ich bleibe jetzt erstmal hier. Ihr seht, zack, unser Torpedowerfer wurde etwas beschädigt, aber wir haben es sofort retten können. Schade, wir haben sie nicht rausgekriegt. Aber wir sind hier halt wirklich gut unterstützt mit dem anderen Schlachtschiff. Ich glaube, es ist auch eine Queen neben uns. Jetzt gehen wir hier auf die zweite feindliche Queen und hoffen, dass wir jetzt zumindest mal ein Schiff versenken können. Wechseln wieder auf AP. Der Vorteil ist natürlich die geringe Nachladezeit. Ah, da ist eine Pepsi Cola. Dieser Sound der Geschütze, das ist wirklich Musik in meinen Ohren. Ja, was gibt's noch zu sagen? Die Secondary ist sehr, sehr stark bei der Scharnhorst. Das war mir schon klar, dass die Deutschen da wirklich eine sehr, sehr starke Secondary kriegen. Ich habe sie komplett ausgebaut. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Reichweite von 6,5 Kilometern. Und eine Nachladezeit von 3 Sekunden. Also ihr müsst doch noch ziemlich nah ran. Aber dann gibt es richtig böse eine auf den Hintern. Also Zerstörer bleiben da doch ein bisschen weiter weg. So, jetzt gehen wir hier auf den Königsberg und hoffen mal, dass wir einen schönen Zitter machen. Jawohl, zwei Zitters und gleich zerstört. So gefällt mir das. Jetzt zeigen wir mal hier die ganzen Stärken der Scharnhorst auf. Wir müssen uns aber jetzt hier mal wieder ein bisschen zurückziehen, weil man eben kein starkes Schlachtschiff ist. Muss man einfach so sagen. So, ihr seht, wir sind jetzt hier Hauptziel von drei Schiffen, von einer Queen, von einer Pensacola und von rechts, da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das eine Atlanta ist. Ich hoffe hier, dass wir unsere Kollegen hier unterstützen werden. Aber wir geben nicht auf. Ich drehe jetzt ein bisschen bei, dass wir halt wieder schön angewinkelt sind, dass hier nicht so viel durchgeht. Aber ihr seht, die Atlanta macht nicht sonderlich viel Schaden bei uns. Wir müssen halt wirklich aufpassen, dass sie uns jetzt hier nicht in Brand steckt. Weil ich nach 1 Minute 12 brauche, bis unser Reparaturteam wieder in Action treten darf. Beziehungsweise bereit ist. Die Queen dreht weg. Die Queen dreht weg. Schade, schade, schade. Da hat es unsere Queen zerrissen. Eine Pensacola ist das. Ist gar keine Atlanta. Ich hätte jetzt gedacht, gab es wäre eine Atlanta. Wegen dem Bogen, den die Salven haben. Hätte ich jetzt wirklich gedacht, es wäre eine Atlanta. Aber wie gesagt, ne, schön angewinkelt. Bringt euch sehr, sehr weit. Denn Breitseite ist bei der Scharnhorst wirklich gefährlich. Also da müsst ihr wirklich aufpassen, dass ihr da nicht Zitas kassiert. Obwohl ich es persönlich noch nicht geschafft habe, bei einer Scharnhorst einen Zita zu machen. Also sie hat wohl wirklich einen guten Panzergürtel. Trotzdem möchte ich das jetzt hier nicht austesten. Ja, schöner Treffer. Natürlich wird jetzt hier wieder mit HE auf uns geschossen. Und wir könnten uns jetzt löschen. Wir warten aber noch ein bisschen.
wie ich es nämlich im Nagato-Video gesagt habe, nicht immer sofort gleich alles löschen. Wenn die Gegner mit HE auf euch schießen, dann habt ihr natürlich den Nachteil, wenn ihr gelöscht habt und sie euch sofort wieder in den Brand stecken, dass ihr natürlich warten müsst, bis ihr wieder löschen könnt. Und dann ist natürlich die Gefahr groß, dass ihr einen zweifachen, dreifachen Brandschaden bekommt. Also nicht immer sofort löschen. Ihr seht, so groß ist der Brandschaden nur auch nicht. Also damit... Oh, jetzt zeigt sie die Breitseite. Na komm, lad nach. Lad nach. Ah, das war ein bisschen zu weit vorne. Schade. Ich dachte, wir könnten jetzt hier mal eine schöne Zita machen. Aber ihr seht es, ne? 20 Sekunden Nachladezeit. Das ist wirklich ein Traum. Da, jetzt habt ihr es gesehen. Kurzer, zweifacher Bandschaden. Wir werden uns jetzt löschen, weil nämlich jetzt der Kreuzer raus ist. So, da hinten ist noch eine Queen. Die müssten wir da jetzt eigentlich auch mal rauskriegen. Aber ihr seht es, ich spiele halt wirklich defensiv. Also wirklich ja jetzt rein zu preschen und hier einen auf Yamato zu machen. Das macht hier keinen Sinn mit der Shanos. Die Shanos ist dafür einfach nicht ausgelegt. Klar ist auf weiter Distanz natürlich, jawohl, auch nicht so der Schaden groß mit den 28ern. Aber trotzdem, ah doch, ist doch eine Atlanta. Merkwürdig. Merkwürdig. Ich glaube, es war so, es waren beide so ein bisschen hier unterwegs. Die Pensacola und die Atlanta. Ja, drei Schiffe haben wir schon versenkt. Das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Na, was kommt denn da rausgefahren? Eine Miyoko. Ja, ich guck mal, was unser Team hier so veranstaltet. Also wir werden auf keinen Fall darüber fahren. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Das ist viel zu gefährlich. Klar ist eine Atlanta auch relativ schnell raus. Gut, bei der Shanos dauert es ein bisschen länger. Aber trotzdem ist das viel, viel zu gefährlich. Also was der Zerstörer da macht, ja, hat er natürlich jetzt zu spüren bekommen. Und ich muss mich halt mit der Shanos so ein bisschen nachrichten, was mein Team hier macht. Dass ich da halt wirklich ein bisschen, ja, im Verband fahren kann. Sonst wird das hier nämlich alles nix. Also ihr braucht wirklich nicht zu versuchen, mit der Shanos hier alleine durchzupreschen. Das macht keinen Sinn. Also lasst es. Oh, eine Colorado. Auf die müsst ihr natürlich aufpassen. Die tun richtig weh, die Salben. Auch angewinkelt kommt da immer mal wieder was durch. Also da müsst ihr halt wirklich aufpassen, dass ihr nicht zu nah an die Colorado kommt. Dafür ist unser Panzerdeck einfach zu schwach. Muss man ehrlich so sagen. Zumal die Scharnhorst auch einfach nicht dafür gebaut war. Ne? Sie war als Gegenstück zur Dunkirk-Klasse gedacht. Und dafür hätte sie auch deutlich gereicht. Aber gegen eine Colorado war sie einfach nicht gebaut. Da rechts ist auch noch ein Zerstörer, müssen wir halt auch aufpassen. Ich habe schon viel gelesen, dass sich viele beschwert haben, dass das 28er Kaliber einfach zu klein ist für die großen Schiffe hier. Natürlich, klar, 28 cm ist nicht viel. Aber sie ist Tier 6. Also ich denke mal, in Tier 3 oder sowas wäre sie einfach overpowered. Das muss man ganz ehrlich so sagen. Also ich finde sie als Tier 6 Schiff wirklich klasse. Hab wirklich sehr, sehr viel Spaß und kann sie wärmstens empfehlen. Klar, 15.000 Dublonen ist ein Haufen Geld. Das muss jeder für sich entscheiden, ob es ihm wert ist, dieses Geld auszugeben. Ich habe das große Paket, das XXL-Paket gekauft für 24.900. Da habt ihr dann noch eine Shanos-Fahne dabei. Ein Kapitänsbündel. Jawohl, das war's. Ich würde sagen, na, Atlanta, hau ich da nochmal Tops rein? Vielleicht kommt sie hochgefahren. Ja, machen wir mal. Ein Kapitäns-Container. Ich glaube, 30 Tage Premium. Und. Also, oh. Ach, Gott sei Dank. Also, das ist schon ordentlich, was ihr da geboten bekommt. Ja. Atlanta kommt nicht. Atlanta möchte nicht. Schade. Dann war's das mit der ersten Runde. Vier Schiffe versenkt, 88.000 Schaden. Ist in Ordnung für den Anfang. Und wir gurken jetzt hier noch so ein bisschen rum. Und dann würde ich einfach gleich mal sagen, dass wir uns in Runde 2 sehen. Bis gleich!
So, meine Freunde, da sind wir in Runde 2. Ich hoffe, dass wir hier nochmal ein bisschen mehr Schaden machen können. Also ihr dürft euch nicht wundern, wenn ihr mit der Scharnost nicht so viel Trefferpunkte macht. Das liegt einfach an dem kleinen Kaliber. Also eine 80.000er Runde, das ist schon sehr, sehr ordentlich bei der Scharnost. Alles, was da drüber ist, da könnt ihr euch wirklich auf die Schulter klopfen. Denn das ist dann wirklich sehr, sehr gut. Und das werdet ihr auch leider nicht so häufig haben. Das ist halt einfach dem Kaliber geschuldet. Außer ihr geht halt wirklich hauptsächlich nur auf Kreuzerjagd. Ja, da müsst ihr halt aufpassen, dass ihr nicht in irgendeine Gefahr reinfahrt und dann doch ganz viele Schlachtschiffe als Gegner habt. Also man muss halt wirklich versuchen, mit der Scharnhorst eben nicht in typische Schlachtschiffgefechte zu kommen. Das kann halt wirklich böse, böse enden. Das ist ein sehr, sehr großer Tipp von mir. Also wenn ihr sie euch gekauft habt, oh, schön. Da haben wir halt mal richtig reingehauen. Das hat mir gefallen. Ach so, was ich noch erwähnen wollte. In diesem Gefecht werde ich unterstützt von Akma20, der auch liebevoll von mir Amagi genannt wird. Grüße gehen an dich raus. Und an Klaus Mauch. Der hat mich jetzt neulich erst abonniert. Und da seht ihr, da fahren wir schon zusammen. Also ich bin, wie gesagt, immer offen für Gefechte. Was ich natürlich auch noch sagen wollte, wenn ihr jetzt schon Bock auf Geschichtsunterricht von der Scharnhorst haben möchtet, dann geht mal zu meinem Kollegen Sven Blayguru26 auf den Kanal. Ein wirklich sehr sympathischer Kollege. Also ich spiele mit Sven, Entschuldigung, wenn ich jetzt seinen Namen sage, immer wieder gern, auch mit seinem Kumpel Black Samurai. Wir spielen da wirklich ziemlich oft zusammen. Es macht immer wieder Spaß. Also ich kann euch da auch sagen, dass die zwei sich überhaupt nicht verstellen. Die zwei sind so witzig drauf, wie ihr sie kennt. Wer sie noch nicht kennt, guckt auf deren Kanäle. Ich schreibe es unten in die Beschreibung nochmal rein, beziehungsweise, ja doch, ich verlinke sie. Also ich kann sie euch wirklich wärmstens empfehlen. Sind wirklich sehr, sehr gute Zockerkumpels, YouTube-Kollegen. Also ich bin da wirklich immer sehr Feuer und Flamme mit den zwei. Haben auch am Montag zusammen gestreamt. Könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal bei Blayguru auf dem Kanal angucken, den Stream. Wir hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß. Hatten sehr viele gute Runden, hatten natürlich auch sehr viele schlechte Runden. Das ist halt immer mal drin. Man kann nicht immer nur gewinnen. So, jetzt gehen wir hier auf die Queen. Und ich werde jetzt versuchen, hier nochmal so ein bisschen auf die Scharnhorst einzugehen. Ja, ich habe es halt schon bei meinen Kollegen unter den Kommentaren gelesen, dass sich viele halt wirklich über den Preis beschweren. Ich persönlich muss sagen, ja, es ist viel Geld, Leute. Wirklich, es ist wirklich sau viel Geld. Aber erstens, ihr bekommt halt wirklich ein Tier 6 Schiff. Ja? Ein Tier 6 Schlachtschiff. Wenn ich überlege, die Bliskawitzka. Ah, ich hasse diesen Namen. Sven lacht sich jedes Mal kaputt, wenn ich versuche, diesen Namen auszusprechen. Hat im Angebot 17.500 Dublonen gekostet. Da ist die Scharnhorst halt wirklich günstig. Ja? Und es zwingt euch keiner, dieses Schiff zu kaufen. Ihr wollt ein deutsches Schlachtschiff haben, dann wartet einfach. Demnächst kommen die deutschen Schlachtschiffe in die Early Access Phase rein. Und da könnt ihr sie, ich weiß nicht, wie sie es diesmal machen, ob es auch wieder über die Container sind. Sonst wartet einfach, ich glaube, bis September oder was. Da sollen sie dann komplett drin sein, also wirklich freier spielbar. Und dann habt ihr das Schwesterschiff, die Gneisenau, und habt da auch die 38 cm Geschütze drauf, die es halt, wie gesagt, nie gab. Der Plan war da, die Vorbauten auf der Gneisenau wurden auch schon angefangen. Dann gab es aber diesen bösen Bombentreffer im Trockendock und dann wurde die Gneisenau aufgegeben. Wurde dann in den Hafen gezogen, um da wirklich als Sperre zu dienen und ich glaube dann später abgefragt. Schade, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das gewesen wäre, ich hätte sie dann wieder aufgepäppelt und zum Museumsschiff hübsch gemacht, ausgedacht, was auch immer, wie ihr es möchtet. So, wie gesagt, wir gehen jetzt hier erstmal wieder auf die Queen weiter. Ja, auf Distanz machen wir halt nicht sonderlich viel Schaden. Und das, obwohl die AP von den Deutschen wirklich sehr, sehr stark ist. Oh, da kommen ganz viele Torps auf die Queen. Ah, leider aber nur einer getroffen. Oh, jetzt haben wir aber auch nochmal einen schönen Treffer gemacht.
Ja, es sieht immer so wenig aus. Bei der Scharnost freut man sich aber. Bei der Scharnost freut man sich, wenn man da halt Schaden macht. Es ist halt nicht viel. Das ist halt wirklich ein Gekleckere. Ein Zusammenspiel. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Ich hole mal hier mein Blitzding hier von Man in Black. Bzzip. Und schon habt ihr vergessen, was ich gesagt habe. Jawohl. Schön haben wir die Queen rausgeholt. Und wollten hier erstmal aus der Karte rausfahren. Verdammt nochmal. Jetzt müssen wir erstmal drehen. Aber jetzt seht ihr mal, wie langsam dieses Schiff dreht. Also sie ist nicht wirklich wendig. Ja, das muss man ganz ehrlich so sagen. Klar, sie ist schnell. Aber sie ist nicht sonderlich wendig. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Also die Scharnost hat schon einige Nachteile. Und das dürft ihr bei gerade beim Torpedoteppich, wenn einer kommt, nicht vergessen. Also wenn euch eure Mannschaft Bescheid gibt mit Torpedos oder ihr sie schon weit seht, dann reagiert sofort. Weil sonst ist es zu spät. Aber ihr seht's, ihr könnt den dritten Turm hinten wirklich sehr, sehr weit benutzen. Auch der Torpedoradius ist mal wieder göttlich. Gerade für ein Schlachtschiff. Wirklich der Hammer. Ihr habt es ja dann kurz nochmal gesehen gehabt bei dem ersten Video. Und halt auch wieder, wie gesagt, ne, dieses Optische. Also die Scharnost gefällt mir optisch so verdammt gut. Das kann ich euch gar nicht sagen. Ja, der Klaus Schmauch ist ein sehr guter... Na, jetzt weiß ich... So wollte ich es nicht sagen. Also der Klaus Schmauch ist ein verdammt guter Zerstörerfahrer. Also ich habe schon ein paar Runden mit ihm gespielt und da hat er die meiste Zeit Zerstörer genommen. Und konnte da wirklich extrem gut austeilen. Also Respekt an dich. Ich bin halt, wie gesagt, nicht sonderlich begeisterter Zerstörerfahrer. Ich fahre sie auch immer mal wieder gerne. Ich hatte es auch Montag im Stream beim Sven, also beim Black Guru 26. Habe ich die Kamikaze gefahren, habe damit auch gut austeilen können. Aber es reizt mich irgendwie nicht. Ich bin eingefleischter Schlachtschifffahrer. Und wie ich es in meinem Nagato-Video in der Beschreibung geschrieben habe, ich stehe auf große Rohre. Die habe ich natürlich hier jetzt nicht. Hier muss ich halt sagen, Größe ist nicht alles. Ich glaube, das kennt jeder. Ah, hier seht ihr es nochmal, da habe ich nochmal schön einen... Oh, guckt, da haben wir schön Wasser auf dem Deck. Also die Grafik ist so geil. Das Schiff gefällt mir richtig gut. Da, hier seht ihr meinen Einschuss in meiner Brücke. Das sieht schon ziemlich witzig aus. Aber es ist halt deutsche Qualität. Meine Mannschaft hat alles überlebt. Die haben das gar nicht mitgekriegt. Ganz klar. (lacht) 67.000 Schaden haben wir schon. Mal gucken, ob wir den Schaden übertreffen können wie im ersten Video. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Da ist Klaus Schmauch mit seiner Gete. Und sehr, sehr cooler Zerstörer. Ich denke mal, ich werde auch mal Zerstörer-Videos bringen. Also, ich wurde ja schon von ein paar Leuten angeschrieben, ob ich nicht mal einen Zerstörer fahren könnte. Ah, ich tue mich da noch ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade jetzt erst, wo die Deutschen noch nicht komplett fertig sind, möchte ich mich da erstmal noch ein bisschen zusammensparen für die Schlachtschiffe. Ja, die King George, da müssen wir natürlich ganz, ganz böse aufpassen, denn die King kann mit HE ganz böse austeilen und die Scharnost reagiert auf HE sehr, sehr empfindlich. Also da müsst ihr wirklich ganz böse aufpassen. Aber ihr seht es hier. Wir fahren jetzt 27,9 Knoten. Das ist auch meinem Kapitän zu verdanken, dass ich da ein bisschen gedrosselt fahre. Denn ich habe Franz von Hipper drauf. Und Franz von Hipper ist wie der Sims. Da werdet, da habt ihr den Nachteil, wenn ihr die Geschütze levelt. Und ihr müsst die Geschütze bei der Scharnost leveln. Das ist einfach der Fall. Dann habt ihr halt nur 27 Knoten. Maximalgeschwindigkeit, was waren es? 27,6, glaube ich. Aber ganz ehrlich, 27 Knoten sind immer noch fantastisch. Der Franz von Nimper hat den Vorteil, dass er nochmal die Secondary verstärkt. Und wie ich es im ersten Video schon sagte, die Secondary bei der Scharnost ist wirklich sehr, sehr stark. Ich hoffe mal, dass ich sie vielleicht nochmal zeigen kann. Es ist halt wirklich immer schwer, so nah zu kommen, ohne dass sie hier halt wirklich extrem viel kassiert. Also das können wir halt wirklich hauptsächlich bei Kreuzern testen. Am besten bei amerikanischen Kreuzern, weil die halt keine Tops haben. Ab Stufe 5. Ja, ab Stufe 5. Die Pensacola hat keine mehr. Ich
glaube, die Oma hat noch welche. Da kann man es halt dann mal wirklich gut testen. So, da haben wir eine feindliche Scharnhorst. Und auch für die Leute, die da sich wirklich so in Rage reden und sagen, ja, Wargaming macht hier alles falsch an dem Spiel, was man nur falsch machen kann. Finde ich überhaupt nicht. Und im Sven sein Stream haben wir halt auch wirklich ganz, ganz viele Scharnhorst gesehen. Also es haben sich wirklich viele das Schiff gekauft. Also scheinen wirklich auch viele bereit gewesen zu sein, sich dieses Schiffchen zu kaufen. Ich kann halt auch die Leute verstehen, ne? Wie Schüler und Studenten, die sich es halt leider nicht leisten können. Aber seid nicht traurig, Leute. Bald kommen die deutschen Schlachtschiffe. Und dann könnt ihr sie frei erspielen. Dann habt ihr eine Kneisenau mit 38 cm Geschützen. Da macht ihr deutlich mehr Schaden. Dann könnt ihr auch wirklich Kämpfe, Gefechte gegen Schlachtschiffe richtig ausüben. Ihr bekommt dann eine Bismarck. Was wollt ihr mehr? Ich hoffe ja noch, dass Wargaming die Tirpitz definitiv noch rausbringt. Aber das wird auch wieder definitiv Premium-Schiff. Es war, glaube ich, auf der PC-Version auch ein Premium-Schiff. Aber das ist es mir auf jeden Fall wert. Also Tirpitz und Bismarck sind meine absoluten Lieblingsschiffe. Und wer es noch nicht kennt, kommt in meine Community, Adlerwares Community. Da gibt es ein Bild von meiner Bismarck. Ich habe eine 1,80 Meter lange Bismarck gebaut. Vor Jahren. Das soll da halt wirklich mal zeigen, wie sehr ich dieses Schiff feiere. Muss ich ganz ehrlich so sagen. So, da ist eine Atlanta, die da hier schon versucht, uns mit HE zu belästigen. Also müssen wir jetzt wirklich auf die Atlanta gehen. Denn die Scharnhorst ist wirklich sehr anfällig. Also ihr könnt da... Ah, Angma oder Amagi hat da schön die King George rausgenommen. Sehr schön. So, ihr seht's. Ich brenne schon wieder. Aber erstmal werden wir... Ach, ich kann sowieso noch nicht löschen. Aber ich hätte sie jetzt auch sowieso noch nicht gelöscht. Gerade bei der Atlanta muss man aufpassen, dass man nicht einen zweifachen, einen dreifachen Brandschaden kriegt. Also wie gesagt, nicht zu schnell löschen. Das ist ein ganz, ganz großer Tipp. Klar, sind so Flammen echt nervig. Aber ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr löscht. Und danach wieder Brand geratet. Denn ihr müsst warten, warten, warten. Und dann habt ihr einen zweifachen Brandschaden, einen dreifachen Brandschaden. Wie gesagt, einen vierfachen Brandschaden. Und wenn es ganz böse kommt, dann platzt ihr. Und dann ist Feierabend. Und das ist es nicht wert. So, jetzt gehen wir hier auf den Ländern. Die geht mir nämlich ziemlich auf die Eier. Ja, die können gut kommen. Ja, schön. Oh, sie hat sich... Hat sie sich festgefahren? Ich habe es jetzt nicht richtig sehen können. Aber ich glaube... Aber sie ist nicht offen. Der Vorteil ist halt auch bei der Atlanta, bei der Scharnhorst, ihr geht erst ab 14 Kilometern auf und die Flugzeuge entdecken euch erst ab einer Reichweite von 11 Kilometern. Was schießt denn da hinter uns? Ach, das ist die feindliche Scharnhorst, okay. Das interessiert uns jetzt erstmal nicht. 106.000 Schaden haben wir schon, also wir sind auf jeden Fall besser, auch wenn wir nur ein einziges Schiff versenkt haben. Aber jetzt haben wir hier halt mal wirklich ein 100.000er Gefecht. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Vielleicht kriegen wir die Atlanta noch raus. Jawohl, schön. Atlanta auch noch rausgenommen. 111.000 Schaden. Das kann sich sehen lassen. Bin ich auf jeden Fall ein absoluter Fan von. So, ein Schiff ist noch hier drin, ne? Aber wir werden definitiv gewinnen. Ob jetzt im Gefecht oder nach Punkten. Ich würde es ja schöner finden, wenn die Gefechte ein bisschen länger gehen würden. Also statt 15 Minuten wirklich so 20 oder 25 Minuten. Das wäre halt schön. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Und halt noch die Spawnpunkte. Ein ganzes Stück nach hinten. Wargaming, bitte, bitte. Macht die Spawnpunkte wirklich an den Kartenrand hinten. Das wäre wirklich der Hammer. Weil es gibt wirklich Karten, da ist man sofort aufgedeckt. Da wird sofort auf eingefeuert. Da kann man sich überhaupt nicht aufs Gefecht konzentrieren, weil man halt überhaupt nicht weiß, wo man hinfahren soll. Weil aus allen Ecken die Salven ein... Prassen. Also das ist wirklich das, was mich sehr, sehr stört. Und für alle, die... Das wollte ich auch schon die ganze Zeit erwähnen. Ich habe es vergessen. Und für alle, die World of Warships Legends total geil finden und immer auf dem neuesten Stand bleiben möchten, kann ich auch nochmal die World of Warships Legends Deutschland Community empfehlen. Falls ihr nicht wisst, wie es aussieht, schaut euch bitte mein Scharnhorst-Info-Video einfach nochmal an. Da zum Schluss...
erkläre ich es nochmal. Da habe ich auch die Bilder gezeigt. Ich werde es unten auch nochmal in die Beschreibung schreiben. Also alle beide Communities, meine und die World of Warships Community und halt auch das andere. So, das Gefecht ist vorbei. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir wenig versenkt haben. Aber ich kann euch sagen, die Shanos ist ihr Geld wert. Ich habe sehr, sehr großen Spaß damit. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!